Hallo Freunde! Schön euch wiederzusehen. Ich hoffe, euch geht's gut. Sonst, wie ist es gelaufen? Schön, freut mich. Ja, ich dachte, ich mache mal wieder einen Vlog. Der letzte kam echt gut an. Ihr habt es gerne geguckt. Ihr habt fleißig kommentiert. Also ich muss echt sagen, Kommentare sind eigentlich fast das Wichtigste, wenn ich so ein Video hochlade, weil ich freue mich echt immer wieder, wenn ich was lesen kann, Feedback oder irgendeinen Gedanken teilt, den ich hier teile, weil mehr läuft in so einem Vlog ja eigentlich nicht, außer seine Gedanken auszudrücken. Auf jeden Fall wird dieser Vlog spannend, weil ich habe viele Fragen bekommen zum Thema Baufinanzierung und so weiter und wie das läuft und hin und her. Deswegen dachte ich, ich gebe euch im Laufe des Vlogs mal so einen kleinen Crashkurs, wo man drauf achten muss und so, ganz kurz. Also stay tuned, aber wir beginnen jetzt erstmal mit der Zubereitung eines leckeren Eintopfs. Kat ist schwanger, wie ihr wisst, und dementsprechend übernehme ich das Kochen letzte Zeit, wobei ich eigentlich prinzipiell auch immer gerne koche. Also ich freue mich eigentlich schon, abends was zu kochen. Ich finde den ganzen Prozess, die ganzen Aromen und so echt geil. Und ich gucke auch gerne Jamie Oliver und so. Und dementsprechend gibt es heute einen ganz einfachen, leckeren Bohneneintopf, Leute. Ihr könnt ihn gerne nachmachen. Alles, was ihr braucht oder was ihr auf jeden Fall dazu braucht, ist ein frisches Brot. Ein Brot muss frisch sein, denn ein Brot, das nicht frisch ist, ist einfach kein gutes Brot. So ein Eintopf ist eigentlich ganz simpel gemacht, Leute, da gibt es gar nicht viel zu sagen. Ihr hackt euch einfach ein paar Kartoffeln, bisschen Frühlingszwiebel, Karotte, normale Zwiebel. Zwiebel ist key und für mich wichtigste Zutat ist ein schöner, rauchiger Speck. Es riecht zwar immer wie ein älterer Herr, der Pfeife raucht oder Kautabak nimmt, aber das macht den Geschmack aus und am Ende haut ihr einfach ein paar Bohnen rein und ein bisschen Tomate. Würzen, Suppenbrühe, easy as shit, aber ein wunderbares Mal. Also ich finde die Stimmung in der Bevölkerung, wenn ich mich so umhöre, bei Freunden, bei Kunden, bei jedem, alle sind momentan irgendwie so besorgt. Natürlich, wir haben Krieg, Corona ist irgendwie gerade gefühlt wieder am Kommen, Gaspreise gehen hoch, aber ich habe irgendwie das Gefühl, in der gesamten Bevölkerung entsteht eine Art der Unzufriedenheit und ja, keine Ahnung. Also ich spreche mit wenig Leuten, die zufrieden sind. Und wahrscheinlich mein bald habe ich einen kleinen Säugling im Arm. Der hat immer Kaka im Darm. Ja, da hat man irgendwie noch was, wo man drauf hinblicken kann. Aber viele Leute sind gerade irgendwie so komische Stimmung, nicht wahr? Guck mal, kennt ihr diese Knoblauchzehen schon? Es gibt jetzt, bei Edeka gibt es so, das sind so komplette, also am Stück eine ganze runde Knoblauchzehe. Es ist so geil, wenn man da nicht die einzelnen Kleinzehen klein schneiden muss, sondern einfach das große Ding zerhacken kann. Wo ihr mir eigentlich wirklich mal helfen könntet, was kocht ihr eigentlich so? Ey, Kat und ich, wir fressen jede Woche das Gleiche, weil wir nicht wissen, was wir uns zu essen machen sollen. Da wäre mal ein Tipp, was man so sich zum Abendessen zaubern kann, echt mal gut. So, der Eintopf kocht, also tut einfach Zwiebeln und Speck zuerst rein, danach den Rest, ein bisschen Tomate, Bohne und Suppenbrühe drauf und fertig. Und jetzt lasst ihr das einfach eine Weile köcheln. Und so lange können wir ein Gespräch mit der Schwangerschafterin des Jahres führen. Katharina, wie fühlen Sie sich? Du, ich fühle mich gut, ich fühle mich super. Wie fühlen Sie sich? Ich fühle mich ausgezeichnet. Schön. Heute waren erste Wehen zu verspüren. Wie war das Gefühl? Ich weiß nicht, ob das echt erste Wehen waren. Ich habe direkt die Hebamme angerufen, weil ich das nicht einschätzen konnte. Weil ich hatte nie Probleme mit Unterleibschmerzen. Ich auch nicht. Ich hatte nie Probleme mit Unterleibschmerzen, Gott sei Dank. Und deswegen weiß ich gar nicht, wie sich das anfühlt. Deswegen, ich weiß es nicht. Aber heute war auf jeden Fall, hat sich mein Bauchbereich halt komisch angefühlt. Also irgendwie anders als sonst. Aber ich weiß halt auch nicht, ob ich mir einfach zu viel Kopf mache, weil morgen ET ist. ET? ET. Der ET rückt näher. Weißt du, wer sich auf jeden Fall Kopf macht? Baby, durch dich durch. Ja, das spüre ich seit gestern richtig krass. Also Dings, gestern Abend konnte ich auch deswegen nicht schlafen, weil sie drückt mit dem Kopf in mein Becken rein. Und dann entsteht da so ein Druck. Diese schüttelt da bestimmt mit so einer Nadel und Uhr und guckt so, okay, morgen. Aber es ist schon krass, also dass dieser Termin halt irgendwie so prognostiziert wird, sage ich jetzt mal.
Und dann dementsprechend, das ist ja jetzt einfach, also morgen ist der Termin und wenn jetzt wirklich schon die ersten Geburtsanzeichen kommen, dann ist es ja... Na, ist sie punctual, dann ist sie wirklich... Ja, aber es ist schon krass, dass man das so weit überhaupt vorher berechnen kann. Irgendwie. Ja, aber nur 5% der Kinder kommen an ET zur Welt. Die meisten kommen entweder 2 Wochen vorher oder 2 Wochen später. 2 Wochen vorher wird es bei uns auf jeden Fall nicht mehr. Ich dachte mir, solange der Eintopf köchelt, mache ich noch ein kleines Workout. Ich habe zurzeit wirklich gar keinen Bock auf Sport, aber... Es ist so ein Pflichtgefühl, weil es ist halt einfach so, entweder du machst Sport oder du siehst kacke aus. Ja, aber zurzeit arbeite ich viel. Sich dann halt noch abends irgendwie aufzuraffen, Sport zu machen, fällt schwer. Aber ich habe mir jetzt vorgenommen, im August nehme ich mir einen Monat Pause von der Arbeit. Ich bin sehr gespannt, wie gut das klappt, weil ich bin echt so ein Typ. Also wenn ich im Urlaub bin, checke ich meine Mails, gucke, ob ich irgendwo noch was machen kann und so. Und zurzeit macht es eigentlich auch viel Spaß, aber ich denke mir, die Zeit für die Familie, die Zeit für den Umzug, die Zeit fürs Baby ist viel, viel wertvoller als die Arbeit, weil die habe ich noch 40 Jahre vor mir. Aber es wird dennoch, glaube ich, schwierig für mich da durchhalten zu können. Ich weiß noch, in meiner Jugend, ey, da waren wir immer so mit 14, 13, 14 abends auf dem Spielplatz. Ältere waren da. Es lag ein leicht süßlicher Cannabisgeruch in der Luft. Und heutzutage ist einfach nichts los, weil die Kids chillen vor TikTok oder im Online-Game. Und man kann es ja auch niemand verübeln. Es wird einem heute leicht gemacht, sich aus sozialen Situationen zu entfernen. Weil wo du früher bei den Eltern anrufen musst und fragen musstest, ist Adi da? Kann er rauskommen? Kannst du heute einfach direkt schreiben. Ich glaube, für viele wäre es ein Horror, heute bei jemandem anzurufen und dann mit seinen Eltern sprechen zu müssen. Und überlegt mal irgendwann, ruft vielleicht einer bei mir an und will mit meiner Tochter sprechen und muss sich mit mir unterhalten. Mir graut es auch jetzt schon davor, dass die mir irgendwann mal so einen kleinen Proleten mit nach Hause bringt, wenn es so 16 ist und sagt, Papa, das ist mein Freund Luca und der ist Rapper. Guten Morgen, Herr Leo. Ich bin gerade wie so ein Lehrer mit meiner Tafel. Aber ich habe euch ja gesagt, ich gebe euch heute einen kurzen Abriss dazu, wie man sich eine Immobilie finanzieren kann, weil doch nach meinem letzten Vlog so viele gefragt haben, wie wir das gemacht haben, wie wir das schrittweise machen und wie viel Eigenkapital braucht man, wie viel muss man im Monat bezahlen, bla bla bla. Ich empfehle aber jedem, wenn er kann, guckt frühzeitig, informiert euch, sucht euch eine Wohnung und heute zeige ich euch, wie sowas aussehen kann. Rein rechnerisch, ja, weil es ist für viele Leute so unvorstellbar, sich eine Wohnung zu kaufen von den Preisen, aber es ist eigentlich für die meisten Leute schon irgendwie machbar. Deswegen 2 Minuten Immowissen mit Leo. Also nehmen wir an, ihr wollt euch eine Wohnung kaufen, die kostet 300.000 Euro. Ja, dafür kriegt man bei uns in der Gegend mit Glück eine 3-Zimmer-Wohnung. Da habt ihr erstmal Platz für euch, euren Partner und ein Kind. Ihr braucht beim Kauf einer Wohnung im Regelfall 10% Eigenkapital. Diese 10% sind eigentlich nur für Notar, Makler und Grunderwerbsteuer, also sind nur die Kosten. Ja, heißt bei 300.000 30.000. Wenn ihr eine Wohnung ohne Makler findet, ist es etwas günstiger, da braucht ihr nur 7%. Aber rechnet eigentlich immer so mit 10% Eigenkapital. Die müsst ihr euch entweder ansparen, von euren Eltern pumpen, aber auf keinen Fall als Kredit nehmen, sonst kriegt ihr echt schlechte Konditionen. Dann müsst ihr quasi noch den Kaufpreis finanzieren. Jetzt die Frage, wie viel muss ich im Monat bezahlen? Ihr müsst im Jahr immer 5% der Kreditsumme bezahlen. Das bedeutet quasi im Fall bei einer Wohnung für 300.000 bezahlt ihr im Jahr 15.000 Euro oder im Monat 1.250 Euro. Da habt ihr dann 3% Zins, 2% Tilgung. Ich denke, 1.250 Euro ist zwar eine stolze Summe, aber für 2 Leute zu tragen, auch wenn es vielleicht ein bisschen höher ist als eine gleichwertige Miete, lohnt es sich. Denn 10 Jahre später habt ihr von eurem 300.000 Euro Kredit nur noch 230.000 Euro übrig. Ihr habt schon 70.000 Euro abbezahlt. Zudem wird eure Immobilie wahrscheinlich im Preis gestiegen sein. Wir rechnen ganz konservativ, dass die Wohnung nur auf 350.000 gestiegen ist. In der letzten Zeit war es viel extremer. Dann könnt ihr die Wohnung zu diesem Zeitpunkt verkaufen und habt dann 120.000 Euro aus euren 30.000 Euro gemacht und habt in der Zeit noch gewohnt. So, und mit diesen 120.000 Euro wird es euch viel leichter fallen, ein Haus zu kaufen als an diesem Punkt. Wenn ihr das jetzt zum Beispiel mit, keine Ahnung, Anfang, Ende 20 packt, also sagen wir mit 25, 26, 27 habt ihr die Kohle beiseite, schafft es euch eine Wohnung zu kaufen, dann könnt ihr eben schon mit 35, 36, 37 ein Haus kaufen, ohne dass ihr finanziell kompletten Stress habt. Und so haben Kat und ich das auch gemacht.
geplant. Wir hatten nur Glück, dass der Immobilienmarkt schneller war, als wir gerechnet haben. Die Preise haben sich ja enorm gut entwickelt für Verkäufer. Und ja, so könnt ihr es machen, Leute. Also merkt euch, 10% Eigenkapital, 5% im Jahr und die Immobilie ist bald da. Achso, und lasst euch auf jeden Fall vor dem Immobilienkauf irgendwo beraten, wie viel ihr euch eigentlich leisten könnt. Ich empfehle euch ehrlich gesagt nicht eure Hausbank, sondern geht zu irgendeinem freien Finanzierungshaini, der Zugriff hat auf mehrere Banken. Der macht euch wahrscheinlich ein besseres Angebot und berät euch auch ein bisschen lösungsorientierter, was ihr vielleicht ändern müsst, damit ihr euch die Wohnung kaufen könnt. Wir sind heute eingeladen bei Anna und Julie zum Tacos essen. Das Ganze wird mit einem Raclette-Eisen durchgeführt. Wer hatte die grandiose Idee von euch? Das ist ein Kontaktgrill. Ah, ist es der, den ich euch geschenkt habe? Nee. Wo ist der eigentlich? Der ist auch dort, aber Alex hat auch einen mitgebracht, deswegen hat er sich gebraucht. Ich habe den Kontaktgrill, das Geschenk schon benutzt. Echt und, war gut. Ja, war gut. Du hast fette Stunde getroffen, aber es lag an mir. Ich habe vergessen, es eine Teil. Die Schale einzupacken. Ja, du hast ein Auffangbecken für mich reingemacht. Oh, das habe ich noch nie gegessen. Du hast noch nie eine Garnele gegessen. Echt jetzt? Oh Gott. Ja, Mann. Raum mit 85 Jahren. 85 Jahren hast du noch nie eine Garnele gegessen. Oh. Krass. Ich weiß, ihr macht den Körper voran. Und ist gut, oder? Ja, da kommt aber Knoblauch für uns dazu. Ja. Knoblauch, so eigentlich machen wir das auch mit Knoblauch. So Leute, wir haben den Abend verbracht. Wir haben alle am Katz Bauch gerüttelt, um die Wehen anzuregen. Aber wie sieht's aus? Sie ist da. Sie sitzt da. Also es sieht so aus, als würde sie locker auf sich warten lassen. Ja. Wenn ich Vater werde, dann werdet ihr es mitkriegen, Leute. Und ansonsten viel Spaß. Bis zum nächsten Mal.